Hallo und willkommen heute bei einer weiteren Folge, mal einer neuen Folge. Ich habe jetzt seit ungefähr 4 Monaten nicht mehr Skyrim gespielt. Also bitte nicht enttäuscht sein, wenn ich irgendwelche Sachen nicht mehr weiß. Ich weiß nur, dass ich in diese Richtung muss, weil ich da irgendwo eine Mission habe, von der ich keine einzige Ahnung habe, um was es eigentlich geht. Ich habe in der letzten Zeit Skyrim, ja, gekonnt ignoriert. Ich habe knapp 300 Folgen davon gezockt. Und dann war irgendwann kurz die Luft raus. In der Zwischenzeit habe ich Elex, lasst mich mal lügen, Subnautica 2 und Fallout New Vegas gezockt, beziehungsweise Final Fantasy 15. Ja. Aber ihr wisst ja selber, Skyrim ist ein Spiel, was nicht aufhört. Ich muss das mal rausfinden, wo war der Bogen wieder? So. Es war gar nichts. Lass mich jetzt mal rausfinden, wie das hier überhaupt funktioniert. Denn es ist ja wieder schon eine Weile her. Wo muss ich denn jetzt drauf? Da? Nein. Q? Ja. Ja, beschworener Bogen, Drachenblut, Falmerbogen, Feueradrenalch, Feuerbogen, Feuerblitz. Ist doch in Ordnung, wa? So, das Pferd habe ich getroffen, das ist super. Ich spiele es übrigens mit einem, also ich habe schon vorher mit dem Doppelmonitor gespielt. Jetzt habe ich allerdings, weil Skyrim auf den Riesenmonitor eigentlich schon in den Augen wehgetan hatte. Einer der wenigen Spiele, die auf großen Monitoren in Augen wehtun, habe ich den jetzt mal auf den kleinen Monitor gelegt. Und ja. Und auf den großen Monitor läuft quasi OBS als Aufnahme bekannt. Kennt ja bestimmt jeder. Und wer es nicht kennt, sollte es können nein. Super. Ja, das ist ja links quasi OBS und rechts ist das Spiel. Ja, es läuft aber OBS. Bei OBS kann man das Spiel jetzt natürlich auch erkennen. Ja, schaue ich trotzdem auf den großen Monitor und gucke und spiele hier, weil ich das immer so gewöhnt bin. Ja. Ja, na? So. Nimm mal alles mit. Cool. Wir haben ja irgendwo noch eine Mission rumzuhängen, quasi. Ich weiß, wie gesagt, ich habe jetzt nicht gespoilert, um zu schauen, wo er steckt. Ist das eine Mauer? Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Warum? Weil ich in die falsche Richtung gehe? Ja, gut. Der blöde Gaul. Soll er leiden. Nebenbei schaue ich noch Akte X. Kann ich hier fliegen? Oh, Mist. Ich habe das so vermisst bei Fallout. Nee, Elex konnte ich jetzt die ganze Zeit fliegen. Jetzt will ich hier hoch und ich kann nicht fliegen. Mann, ich bin so verwöhnt von Elex. Das war so richtig wunderbar, da rumzukeuchen und zu fleuchen wie ein Weltmeister. Ich musste irgendwie hin. Aktueller Standort und hier sprich mit dem Ding hier mit dem ich soll mit da mit irgendeinem Ding da sprechen. Ah, bin ich jetzt hier richtig?
Na, jetzt bin ich mal gespannt. Also wir müssen in diese Richtung, okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Naja, hoffe ich zumindest. So eine Schlucht heißt bei The Long Dark, wo es zu dem Bär hinterging. Doch gab, wo ich da mehrfach erfroren bin. Ja, ich bin ziemlich oft erfroren. Das war nicht schön gewesen. Das Spiel war schon eine kleine Herausforderung. Hallo, seid ihr auch hier, um der Dämmerwacht beizutreten? Unter uns, ich bin etwas nervös. Wieso hast du heute deine Jungfräulichkeit verloren? Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich mit euch dorthin gehe. Ja nun, sagt Isra nicht, dass ich Angst hatte, ihm ganz allein gegenüberzutreten. Nicht der beste Eindruck. Hä? Wieso belästigt denn der mich gerade so blöd von der Seite? Das ist wie bei... bei Facebook, wenn man da auf jeden Fall diese, wenn man immer diese WhatsApp-Nachrichten da bekommt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich bin schon knapp da. Jetzt muss ich hier lang, ganz brav bin ich. Ich gehe ganz brav hoch. Vielleicht ist auch ganz brav eine Treppe hier. Funktioniert überhaupt der Ton? Ja, der funktioniert. Gibt es auch einen Eingang hier? Na, zumindest ist hier so ein das war ja wohl nichts, ein Satz mit X. Das war wohl nichts, ein Satz mit X. Hallo. Okay, also das war jetzt auf jeden Fall ein sehr großes Erlebnis. Ich bin immer jetzt und ich war jetzt noch nächstes. Das sieht nicht gut aus. So, besser? Ja, ich habe jetzt schon einige Zeit geschnitten. Die Elex-Folgen lade jetzt alle so Stück für Stück hoch auf einen separaten Rechner, damit ich hier spielen kann, weil sonst ist das jetzt sowas von langsam, das Spiel. Ja. Ihr seid hier, um der Dämmerwacht beizutreten? Gut. So, halt die Kauleiste, ich habe zu tun. Ob ihr das Zeug dazu habt. Nur zu. Ach ja, nur zu. Komm Warum auch du, hau zu. Hier, Tolan? Die Wächter und ich haben uns ja, schon das muss ich mal bei mir ein bisschen lauter machen. Ihr wisst, okay, warum okay, ich hier okay. Bin. Gut. Die Wächter werden von allen Seiten angegriffen. Also wer seid ihr? Vampire und was sind wollt viel ihr? Gefährlicher, als wir gedacht ich haben. Bin dein schlimmster Albtraum. Ich bin hier, um der Dämmerwacht beizutreten. Ich hörte, dass ihr nach Vampirjägern sucht. Ich habe mich nur umgeschaut. Was ist denn das hier für ein Scheißort? Noch mehr? Gut. Das habt ihr richtig verstanden. Gut, dass sich die Sache endlich herumspricht. Ja. Das bedeutet, dass schon bald auch die Vampire auf uns aufmerksam werden. Rot, rot, rot ist alles, was ich liebe. Rot, rot, rot ist alles, was ich brauche. Ja. So, wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der es den Vampiren da draußen richtig besorgt, während wir die Festung wieder aufbauen. Tolan hat mir von einer Höhle erzählt, in der die Wächter herumgestochert haben. Scheint, als hätte es mit den Jungs den Vampirangriffen zu tun. Tolan, erzählt dir von, wie heißt die noch gleich, Trübhöhle. Ja, genau. Gestochert? Redet er jetzt eindeutig mit Vampiren und Blutsaugen? Bruder Adalwald war sich sicher, dass das ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. Es gibt nur eins, an das ihr euch erinnern solltet. Wenn ihr bei Vampiren nachlässig oder sorglos seid, stirbt ihr. Und wegen euch werden gute Leute ebenfalls sterben. Ich habe so lange überlebt, weil ich nichts riskiere. Ich verwische meine Spuren.